So, Kriminalität ist noch nicht hoch. Aber wer braucht sie nicht? Die Feuerwehr. Eigentlich würde ich jetzt auch gerne langsam mal eine Grundschule bauen, aber. Na, ich habe aber bloß 12.000 und die kostet 10.000. Das ist ein bisschen heavy. Verstehst du? Ja, Schulen. Genau, scheiß Schulen. Also das Mensch, hier. schon eine Stunde am Machen. Schon eine Stunde am Machen? Schon um? Nee, halb. Ja, So. ich sehe jetzt hier 0 Doppelpunkt 59. Und ich habe erst gedacht, live for 59 hours, habe ich jetzt fast gedacht. Ja. Aber da ist ja noch eine 0 davor. Ich bin gerade am Überlegen. Gebietskurven. Also hier unten, das ist zwar teuer, aber das bringt man relativ gar nichts. Weil das ist bloß ein ganz kleines Stück mit einem Stück Autobahn. Wenn, dann würde mich das eher interessieren. Waldrohstoffe, na gut. Agrarrohstoffe, das wäre natürlich auch gut. Ach, wir nehmen das hier jetzt, Bums. Na, rechts erweiterte Stadt. Klingt falsch. Daher. Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, ich kann mir bloß noch kein Tja. Kommissariat für leisten. Oder Polizeiwache, kann man es auch nennen. Bauen Irrenhaus. Arkham. Bin auf einer Insel. Oh ja. Großer Schritt in Richtung grünere Zukunft. Das denkt aber wohl bloß ihr. Wann wird unsere Stadt endlich eine eigene Schule bauen? Nie. Oh, Heizung, gehen wir nicht auf den Senkel. Ah, schön. Klassische Soundtracks anhören ist immer schön. Oh ja, das kannst du nah und laut und so weiter. Ich bin mit Geld dafür. Spind wohl. Bastard. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Okay, denen ist alle die Kriminalitätsrate zu hoch. Wie hoch ist die denn? 16%? Ach, das geht doch noch. In Gotham ist es schlimmer, Leute. Das ist 80%. Ich nehme jetzt aber einfach mal zwei Darlehen auf. Da habe ich nämlich 80.000 jetzt erstmal mehr. Die zahlen sich nach und nach ab. Beziehungsweise ich kann die auch, wenn ich die Kohle habe, sofort abbezahlen. Einmal 6.000 und einmal 20.000. Da setzen wir dann erstmal so Polizeimistdingens hier hin, damit die sich nur einkacken. Schön durch den Bau von meinem hier, wie heißt, von meinem schönen Kreisverkehr, vor erstmal der Industrie vom Strom abgeschlossen. Ist natürlich auch schön. So, ich wollte jetzt hier meine geile Street weiterbauen. So, und jetzt machen wir mal so ein paar schöne Schrägstraßen hier. Thank you.
Das wird ein nettes Wohngebiet. Das sehe ich jetzt schon kommen. Echt? Ja, es ist. Das klingt komisch, aber ist so. Schräges hier mit reinbringen. Schief ist nämlich Englisch. Englisch ist ab und an mal mit. So, kein Problem. Schon wieder von den 8.000, 5.000 verpulvert. Ne? Ich bin ein Bürgermeister, ich weiß, wie ich mit Geld umzugehen habe. So etwas. So. Die ziehen wir einfach bloß gerade durch. Bean Joint. Genau. So, und die kriegen hier aber auch gleich ihr eigenes Wasserpumpwerk hin. Ey, Luxus. Ach, das ist krass, ne? Haben die anderen, ne? So, wie sieht's mit Strom aus? Grüne Energie. Yellow Strom reicht. Jetzt möchte man hoffen, dass wir ein bisschen an Geld kommen. Ja, ich kann keine Wasserrohre verlegen. Aber jetzt haben wir schon mal Einwohnerzuwachs. Ja, aber die meckern alle rum, das kann. Erstmal weggemacht, dafür wird erstmal etwas Wasser gebracht hier. Das sind die großen Bösen mit mir. Ja, das. Die haben zu kuscheln und nicht zu meckern. Wir wollen Wasser. Buddelt euch welches aus. Grabt selber danach. Winzige Kleinstadt. Gibt genug Grundwasser. 1200, hier, Gestalten haben wir jetzt. Ich muss mir erst beim Auge pulen. Mal kurz rausholen. Ja, ja. Da steckt ein Pfeil drin, weißt du. So. Dienstleistungen, Dekoration und einzigartige Gebäude sind dazu gekommen. Zudem Richtlinie Haustierverbot, Rauchverbot und Parks- und Freizeitmöglichkeiten. Und wir haben die Oberschule bekommen als Gebäude. Die Opa-Schule.
Oh, fuck. Alice, Alice, who the fuck is Alice? Boah, jetzt hab ich schon was falsch hingebaut. Kommt eine Abpumpstation hin. So. Was? Außer Betrieb? Wieso ist das hier außer Betrieb? Stimmt doch gar nicht. Was lügt ihr mich an, ihr Pisser? Autobetrieb. So. Das Wohngebiet kann jetzt hier oben erstmal florieren. Eventuell. Bitte! Boah, jetzt auf einmal fangen die an mit Save All the Trees. Warum fällen die ganzen Bäume? Solche Spacken, ey. Schlimm sowas, ey. Ohne Witz. Ich hab gerade eine Petition zum Bau einer Schule. Ja, gebt mir Geld, dann baue ich euch eine Schule. Oder unterrichtet auch noch Belga noch selber. Eure Blagen. Sieht schon aus. Nee, der Vinyl zu 4% ausgelastet. Wasser alles okay. Arzt alles okay. Hier oben brauchen wir bestimmt aber Arzt, jawohl. Oh, Gefahr von 47%, dass hier ein Feuer ausbricht. Ja, ist okay. Kriminalitätsrate na 4%, also sehen Sie schon, was Sie haben. Werden noch Bonbons geklaut oder was? Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Steuern, die können wir mal von 9% auf 11% anheben im Wohngebiet und für Industriegebiet und andere auch noch her. Gewerbegebiet. Muss Geld in die Taschen kommen! Ich muss sagen, mein Kreisverkehr, da funktioniert gut. Manchmal staut sich zwar ein bisschen, aber gut. Ja, ist normal. Muss man aber scheiße fahren, wenn die... Oh, was kommt denn hier? Ein Truckstool. Da wurde schon gelöst. Und ich bin wieder im Plus mit meinen monatlichen Einnahmen. Siehst du? Brennt schon wieder was. Planks for life. Und die hier oben haben Angst wegen Kriminalität. Ja, kümmern wir uns gleich. Ja, neu freigeschaltet, das ist mir sowas von Wumpe. Ist Wumpe eigentlich ein Wort? Das wäre auch immer sowas. Ich so noch nicht gehört. Ich kenne Wumpa Früchte, aber... Ja, das ist was anderes. So, boomende Kleinstadt. Wir haben 2000 hier garstige Menschen. Erzindustrie, Spezialisierung, Transport, einzigartige Gebäude auf 3 und Bus, Recycling, Freizeitnutzung und verschiedene Autobahnkreuze und Kreisverkehr-Dinger und sowas. Autobahn haben wir jetzt auch freigeschaltet. Friedhof, Busdepot, fortschrittliche Windturbine. Geht voran. Tja. Läuft. Kleiner Weiler, würde ich doch 50er Boomende. Als nächstes kommt die geschäftige Kleinstadt. Gibt es dann Stadt. Was? Stadtplanungsrichtlinie.
kostenloser Nahverkehr, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Oh, es gibt sogar zweispurige Straßen mit Bäumen. Oder sechsspurige Einbahnstraße mit dekorativem Gras. Aber das kommt erst, wenn ich noch 1800 Leute hier herlocke. So, oben meine Schule bauen. Ne? Ach nee. Boah, wie überall Smileys aufkommen, ey. Packen sich gleich vor Freude. Bürgermeister unterstützt Bildung. Bürger sind dafür. Hashtag was? No more homeschooling. Gott, ey. Was haben die hier oben für ein Problem? Kriminalität oder. Oh, Strom. Strom wieder. Nee, ich sollte meiner Polizei und meiner Feuerwehr dort oben auch Strom geben. Ach, wieso denn? Ja, die wollen halt, weißt du, die. So, die haben jetzt noch einen Park bekommen. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Ja, packt mal euren Hitler wieder weg hier, ey. Oh. Oh. Ich könnte jetzt sagen, hier alles verschiedene Viertel und dann kann ich dort noch Richtlinien anschmeißen. Na. Mensch, hier, Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist, in Gebäuden Stromteller zu installieren. Verringert Stromverbrauch moderat und erhält 5 Zimmerien oder keine Ahnung, Sim-Dollar pro Gebäude oder was das ist. Wasserverbrauch, genau das gleiche. Verringert den Wasserverbrauch. Rauchmelder. Verringert Feuergefahr. Haustierverbot. Verringert Müllansammlung, verringert Bürgerzufriedenheit. Recycling, verringert Müllansammlung, verringert Stahleinnahmen. Rauchverbot, erhöht die Bürgergesundheit. Sorgen Sie dafür, dass das Ganze lange. Erhöht den Bodenrichtwert in Parks und Plätze herum moderat. Erhöht das Dekorationsbudget. Budget. Okay. Gucken wir uns später mal an, würde ich sagen. Ich muss ja irgendwas tun mit dem Kreisverkehr. Aber zurzeit, ne? Weil zurzeit habe ich Minus. Lassen wir uns erstmal so ein bisschen laufen, dass wir oben noch ein paar Bürger einziehen können. Noch mehr Nörgler. Ja, ja. Sind aber alle allgemein zufrieden. Das ist ja ein Smiley. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Könnte bitte jemand in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen? Der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf auf der Veranda. Sowas wird auf jeden Fall twittern. Oh, die wollen mal Industriegebiete. Ja, aber das ist zurzeit etwas schlecht. Euer brennende Bäume. Ja, ist klar, das sind gleich hier 2-3 Löschwagen zur Stelle. Wo treibt man denn? Denn du bist Deutschland. Ach. Warum fällen sie alle die Bäume? Weil wir böse sind. Das hier mit Rohstoffe, dort ist noch was an dieser Autobahn.
Also hier, Convenience Store, das sieht aus wie auch so ein Dingens für eine Messe oder so. Na? Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Was denn für eins? Ich habe gerade hier eine Straße weggerissen. Also mein Kreisverkehr, weil ich dachte, kriegst ja für den Kreisverkehr Geld zurück. Und wollt ich besser bauen? Ja, naja. Oder auch nicht. Will nicht. Nee, ich habe kein Geld zurückgekriegt. Ich möchte gern mehr Geld. Steuern mal erhöht und jetzt ist wenigstens zwischendurch ein Plus. Hau aber meine Dinge finden mit dieser Tierenswürde. Der fehlt gerade noch die Wasser, muss ich mal ganz kurz warten. Jetzt die Industrie ist für sich, das eine Wohngebiet ist für sich und das andere Wohngebiet ist für sich. Von der Außenwelt abgeschirmt. Mein Nachbar stirbt gerade wieder. Helf nach. Das Problem ist, dass sein Wohnzimmer praktisch direkt hier bei mir durch die Wand hindurch ist. Deswegen höre ich halt fast alles, was der macht. Leider Gottes. Nein. Warum fällen sie all die Bäume? Das Spaß macht. Genau. Timber! Eine Axt im Haus erspart den Zimmermann. Aber ich bin bloß noch bei minus 1800. Die regen sich gar nicht auf, na, dass ich hier. Dass sie keine Verbindung haben zur Autobahn oder so. Tja. Was war das denn? Das war eine Folie, weil ich mit eine kleine Schokoladentafel genommen habe. Eine kleine Tafel weiße Schokolade. Ja. So einer bin ich. +1400 plus noch minus. Ouch. Ach ja, die alten Knochen. Knapp über 200 Kinder leben hier. 780 Jugendliche, 372 junge Erwachsene, 1035 Erwachsene und keine Senioren, die sind bestimmt schon alle tot. Und ich brauche unbedingt wieder Industriegebiet. Aber das ist gerade ein bisschen schlecht. Was ist denn hier los? Müllberge, ja, die werden. Der Müll wird mir abgeholt, scheiße.
Na, verdammt. Keine Müllabfuhr. Ja, weil die Mülldeponie ist ja im Industriegebiet. Und mir fehlt gerade halt das Geld, um eine Straße zu bauen. Ach, pö. Ja, aber komisch, dass man hier wenn man Straßen abreißt, keine Dingens bekommt. Ja. Das ist sehr merkwürdig. Weil eigentlich bekommst du doch Geld, wenn du irgendwas abreißt. Reicht ja, normalerweise. Das war früher so. Neuer Standard, kriegst kein Geld mehr, wenn du verkaufst. War irgendwie unlogisch. Aber egal. Bin aber trotz der Müllberge immer noch monatlich im Plus. Ja. War plus 40 Dollar. Oh, jetzt geht's wieder runter. Scheiße. Ja, Müllberge, ich weiß. Scheißdreck. Hab ich's mir selber verschissen. Tja. Muss erst mal reinkommen in das Ganze. Ja, das ist halt. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Muss man ja mal so sagen. Na, kann ich mal ganz kurz, während hier mein Geld noch so durch die Kante läuft, mal ganz kurz auf Twitter checken. Ob da was Neues reinkam von jemandem. Sieht nicht so aus. Aber ich glaube, ich werde noch mal neu beginnen dürfen, weil. Was? Na, ich komme an kein Geld ran. Ich sehe, meine Einwohner beschweren sich hier, ja, Müllberge und Tote und alles. Verstorbene müssen transportiert werden. Den hast du nicht gesehen, aber. In der Grundschule müssen Verstorbene transportiert werden, ist klar. Haben sie einen Janitor umgebracht. So nach dem Motto. Ich habe jetzt erstmal Grundschule und Polizeirevier ausgeschaltet. Einfach damit ich ein bisschen Geld komme. Weil das braucht ja auch Geld. Ja, pro Woche. Ja, jetzt regen die sich auf. Ah, wir haben hier zu viel Kriminalität, Mama. Wegen der Bullen, den Korrupten. Ja. Bullock und Co. Ein Bullock-Typ, ja. Oder Flass. Oh ja. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen. Ich brauche bloß ein bisschen Money, damit ich hier die Oberseite noch verbinden kann und dann läuft das. Ja, die regen sich jetzt alle auf für zwecks Kriminalitätsrate, ist schon klar.
So, ich werde mich mal kurz anders positionieren. Arm schläft schon ein. So viele verlassene Häuser, oh mein fucking Gott. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Mie, 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 mie. Ach, der wird irgendwo verscharrt und Schluss. Mindestens. Oder es gibt noch eine andere Methode, aber dazu bräuchten wir zwei Sachen. Beziehungsweise drei. Eine Badewanne, eine Heckenschere und etwas Salzsäure. Und einen, der Söcher macht. Ist ja hier bei Flugzeug. Ja. Ah, das kriegt der Johnny Depp hin. Ich guck mal nach, ob ich noch mal meine Liste erweitern kann, die ich gemacht habe gestern. Ob mir noch irgendwas einfällt. Simon the Sorcerer 2. Hab ich Nee, zum den Beispiel auch ersten hier. Teil. Wenn, dann würde ich nur den ersten Teil nehmen. Der zweite ist aber okay. Können Sie ein Bankdarlehen aufnehmen? Ich kann kein Bankdarlehen. Hä? Ich kann Bankdarlehen aufnehmen? Hä? Komisch. Verarschen. Ja, ich weiß. Ich verstehe es nicht. So, jetzt möchten wir erstmal die ganzen Gebäude wieder anschalten hier, dass die sich wieder freuen, ey, dass die hier wieder sich ein zweites Arschloch freuen können, ey. Weißt du, nimmst ein Bankdarlehen auf, um erstmal aus der Miese zu kommen. Aber hier oben sind alle Häuser schon wieder leer, ey. Die noch nicht leer sind, die regen sich über die Kriminalitätsrate auf oder dass denn hier ein Toter abgeholt werden muss. Siehst du, ich brauche einen Friedhof. Für Vampire. Ja, vielleicht steht der noch auf. Los Leute, und jetzt könnt ihr ruhig wieder einziehen. Ich hab bloß noch 800 Leute. Ich bin wenig. Von 2000 noch was. Aber wenn die alle doof sind. Aber die ziehen jetzt schon wieder ein. Bin schon wieder bei 1000. Macht zurzeit nur ziemliche Miese, aber die müssen halt alle erstmal einziehen wieder. Müllberge? Ich hab da eine Mülldeponie. Ah, Chaos. Meine Ausgaben sind zurzeit fast doppelt so hoch wie meine Einnahmen. Das ist nicht gut. Nö. Wir müssen alle erstmal wieder einziehen. Wenn niemand hier wohnt, weißt du, da kann ja auch nichts so werden mit Steuern und so.
Oh, Friedhof hat keinen Strom und... Ach scheiße, ich kann doch aber auch nichts hinsetzen, wenn mir das Geld fehlt. Verdammt. Notverkauf. Nicht ausreichen können Sie Ihre Chefs. Beachten Sie aber, dass dadurch weitere Errungenschaften gesperrt. Okay. 50.000 würde ich bekommen. Okay. Nee. Ich bin zwar 10.000 in der Miete, aber trotzdem. Ah, nee. 12.000, 13.000 in der Miese. Alles nicht so einfach. Nee, Bürgermeister sein ist absolut nicht einfach. Ich sag's dir. Wo sind all die Müllwagen? Das ist eine gute Frage. Acht von 15 Fahrzeuge in Verwendung. Könnt da auch mal ein bisschen mehr machen. Verarschen? 6 von 15, weißt du, und die regen sich über den Müll auf. Und jetzt einfach gucken, ob er transportiert werden muss. Weil ich kann mich bloß nicht drum kümmern. Nein, ich will keinen Notverkauf, Mensch. Ich bin mir doch ein Pisser. Diamond the Sorcerer, Teil 1. Mal sehen, vielleicht bringe ich das auch mit. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Ich krieg alles hin. Da. Hier oben ist alles leer, okay? Aber ich glaube, da brauchen wir wirklich den Windows-Dingsbums. Ja, ich würde sagen, das machen wir gleich von Haus aus. Macht am wenigsten Probleme. Oh, das habe ich ewig nicht mehr gezockelt. Nicht mal was angeguckt. Ich hatte beim Herrn Keatsch was gesehen, weil da hatte da mal ein Let's Play zugemacht. Und ich hatte halt immer bloß den ersten Teil gespielt. Den zweiten Teil. Ja. Oh, ich weiß gar nichts mehr. So ein paar Bilder kommen mir vage bekannt vor, aber der Rest. Das, was sich bei mir immer fest eingeprägt hat, war der Sumpfling. Beziehungsweise im zweiten Teil hatte der dann eine Restaurantkette, Max Sumpfling. Nein, ich will nicht verkaufen, verdammt. Könnt mich mal. Vor allem ist da immer so ein. Verirrt man sich da leicht manchmal. Ja, das auf jeden Fall. Da bringst du eine Folge lang nur diesen einen scheiß Platz wiederzufinden. Ich hatte ja auch mal Ocean 1 von diesem 3D-Teil angespielt. Ja. Der vierte oder der fünfte war das, glaube ich. Der richtige dritte ist ja hier direkt mit 3D benannt und der war aber scheiße. Der war richtig scheiße von der Grafik her, weißt du? Das war hier dieser Versuch, dieser Zwischending. Ja. Die haben immer so ein bisschen versucht und dann ist es also oft beim kacke geworden. 4, da war auch scheiße geworden. Und ich weiß gar nicht, der vierte oder der fünfte, der war gar nicht so schlecht. Aber den hab ich auch bloß mal kurz angezockt. Jo, ich hab's der Liste hinzugefügt. Demon, der Zauberer. 2.000-3.000 in der Miese. Ach ja. Wieder bei 2.000 Menschen. Also das läuft schon mal wieder. Mein Geldproblem, ja, hat sich auch in wenigen Jahren gelöst. Ich bin jetzt schon wieder monatlich im Plus. Das schreckt jetzt auch schon wieder. Bin aber bloß insgesamt minus 2.000-3.000. Meine Stadt ist etwas verschuldet. Etwas? Ja, korrupter Bürgermeister, weißt du. Macht Glücksspiel und so. Tja.
Na, aber geht voran. Warum fällen die all die Bäume? Wenn du scheiße bist. Die Bäume scheiße sind. Aber dass das Diamond of Source oder so neu, so übelst krass ist, das, also, man weiß ja, naja. Wie ist es denn für Preis? 60. Ach doch, nur. Hey, hält der Waage mit PS4 Spielen, ja. Ja, PS3 Games. PS4 ist es ja schon. Ja, 70. Ja, stimmt. PS4 ist ja schon 70. 69 und gequetscht das. Aber gibt es sogar Behindertenparkplätze bei den Shops. Vor allem, die sprießen hier jetzt überall, weil ich die jetzt hier so an der Straße mit angelegt habe, sprießen die dort jetzt immer. Ich kann bloß keine Wasserrohre verlegen. Noch kein Strom. Tut mir sehr leid. Da müsste man auch hier ein bisschen Geld einzahlen, wenn ich das machen will. So, also kann ich steuern, dann mal irgendwie hochsetzen. Ja, zieh an das Ding. Klar, gleich dauern hier 50%. Neuer Geld. Los, los, los. Schon wieder ein Stromausfall, deine Mutter hat Stromausfall. Stadt braucht Strom. Im Kobbel. Oh ja, meine Stadt braucht wirklich mehr Strom. Ich hab kein Geld, um mehr Strom zu kaufen. Weil, oh, weil jetzt oben das Viertel, das floriert jetzt so richtig scheiß Dreck. Kriminalitätsrate 50% oder noch mehr. Ja! Nee, Kriminalität bis 3%. Das, ja, setzt den Stadtteil unter Angstgas los. Schüttet ihnen Säure ins Gesicht. Lasst euch was einfallen. Ich bin bloß noch bei minus 18.000. Leute, jammert man nicht so viel rum. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mich drum kümmern. Müsst mal was an euren Bürgermeister spenden, dann wird das alles besser. Oh Mann. All die Games, die in naher Zukunft wieder zurückkommen. Ich freue mich ja am meisten. Am meisten auf total verrückte Rallye. Ah, ja. Ich halte schon mal so einen kribblichen Finger, so, ja, zockst du jetzt an. Aber ich habe mir gedacht, nee, was ist noch? Das könnte ich eigentlich auch auf die Liste setzen. Da muss ich dir aber die Sicherheitskopie sicherheitskopieren. Ah, okay. Ja, das braucht sie dir. Aber das ist ja das geringste Problem. Die Schweine, die. Hab ich nämlich mitgekriegt. Oh, ey. Das sind jetzt 10 Games, die ich da drin habe in der Liste. Nur? Ja. Wird noch mehr. Noch mehr? Klar. Gut, die Trilogie, die ich da mit drin habe, habe ich als 1 gezählt. Oh. Trilogie? Die Goblins Trilogie. Hab's doch nicht im Sinn gehabt. Oh, bloß noch 7000 im Minus. Tch. Und ich bekomme 1008.
Wöchentlich? Wöchentlich. 1009 sogar. Aber da kann ich den Balten noch ein bisschen Strom kaufen. Ja, hier oben ziehen sie schon wieder aus, weil da hier kein Strom ist, weißt du? Ja, und von Wasser brauche ich gar nicht reden, da fehlt's auch. Fehlt's irgendwo nicht? Gehen wir das Ganze mal andersrum an. Fehlt's irgendwo nicht? Ein Problem fehlt nicht. Ah. Aber davon, dass die Stadt schon fast vor uns aufgegeben hätte, doch ein Fehler, ne? Durch meine Dummheit. Sehr hohe Nachfrage nach Industrie- oder Bürogebieten. Ja, das muss erstmal warten. Boah, gerade ein übelste Gänsehaut bekommen. Gänsehaut. Gehflügel. Verlassenes Haus. Muss mal in King's Quest. Ist schon wieder, oder ja. Ist man doch ein Verstorbener in der Grundschule, ey Leute, holt den mal ab. Stimmt bestimmt schon langsam. Vergammelt da irgendwo rum. Steht bald auf und geht selber ins Grab. Nee, da bald sich selber hin und legt sich rein. So, und jetzt kommt das Geld hier. Jetzt geht's los. Wo was sind Dingens kostet 6000? Ich lösche mich erstmal ums Wasser. Müsste ich den ganzen Bob voll mit Point-and-Click-Games machen? Die Deponia-Trilogie. Die zwei Teile, na gut, was heißt die zwei Teile? Den Edna und den Lilly-Nachfolger. Im Englischen hieß das ja Edna und Harvey, The Breakout, ja. Und Edna und Harvey, Harvey's New Eyes oder so. Jetzt kommt's Geld geflossen hier, ich sag's dir. Du siehst gerade, Deponia The Complete Journey. Ja, das haben die ja dann hier mal rausgebracht gehabt. So, ich hab's Die Strom, Journey, Leute. Ist das auf Englisch? Freut euch! Plattform, Windows 7 und The Vista. Da ist sie auch für alles drunter, laut Ranger. Boah, plus 2600 Öcken. Gleich noch hören. Das gibt's sogar für Mac. Ja, interessiert geht. Scheiß auf Mac. Weg mit dem Mac. So, wie sieht's mit Wasser aus? Ja, Produktion noch nicht. Boah. Und viel Strom hier doch. Ja. Los ja, nicht genug Strom. Müsste doch eigentlich. Ach, war. Edna und Harvey Special. Die Whispered World. Oh. So viele Gebäude. Wenigstens ist mein Friedhof jetzt besetzt hier, ey. Ich zerhöre immer noch den Soundtrack eines alten Games, immer noch denselben. Von HH? Jupp. Wird nie langweilig. Ja, schlimm wenn. Herrlich. Die Deponia hattest du auf Steam, ne? Ja. Wir kommen nicht drum herum, wir müssen das probieren. Ja. Auf die Liste. So.
Ich schreibe jetzt in Klammern noch ein Sharing dahinter. Sharing is caring. Oder so. Also meine Stadt floriert langsam wieder. Es sind zwar noch keine neuen Leute am Einziehen hier oben, aber das kommt auch noch. Die sollen erstmal ein bisschen Geld da lassen. Sieht's denn aus? Strom gibt's. Wasser ist auch alles hier bewässert. Müll? Ich will langsam mal eine neue Deponie bauen hier. Eine neue Deponie bauen. Ich habe immer noch die Bankrottalarmmeldung bei mir zu stehen. Ja? Ja, das ist. Bei mir hängt das Bild, aber bei dir nicht. Das ist einfach nur entweder Mac-Problem oder Internetleitung-Problem bei mir. Ja, weil ich habe ja bei mir die Preview an, deswegen sind wir hier live Zuschauer. Und da läuft das ganz normal. Wenn, dann sehe ich mir das halt nochmal auf YouTube an, auf deinem Kanal. Ist mir auch egal. Da wird es nämlich zu sehen sein nochmal. Besser sei die Zufriedenheit der Bewohner, aber ist ja egal. Ich brauche mehr Friedhöfe. Einfach weil ich den an. Beziehungsweise ich muss den verschieben. Maximum an Vampiren schon raus. Nee, das ist einfach nur wegen. Reichweite, die haben eine gewisse Reichweite bloß. Ah. Überall verlassene Gebäude. PC Preishits, Bausimulator 2015. Oh mein Gott. Quatsch. Also 1404. Das ist so cool. Risen. Ah, Risen gehen vor dem Tod. War noch mal eine den zweiten ja auch schon mal angespielt, der wird ja auch irgendwann eventuell mal kommt. Und da hat mir zum Beispiel besser gefallen. Ja, hier fehlt Stroh. Ah, ich müsste eigentlich schon was vorbereiten für die nächste Bekanntlachung irgendwann. Aber es hat noch ein bisschen Zeit. Oberschule kostet 24.000. Na, Alter, da ist. Ich werde hier oben mal noch eine Grundschule packen. Freuen die sich nämlich, da zahlen die mehr Steuern. Steuern zahlen. Adventure Collection. Was ist denn da alles drin? Sherlock Holmes. Tales of Monkey Island. Steht halt nur da. Full Pipe. Monkey Island ging komplett an mir vorbei. Jeder Teil. Bei jedem Teil sage ich, kenne ich nicht. Musst du mein LP angucken, zumindest für den ersten Teil. Ja. Tale of a Hero. Kenne ich auch nicht. Gar nichts. Dann halt Sam & Max. Was haben wir noch? Adventure Collection 2. Nochmal Cyber Max drauf.
Edna bricht aus drin. Cool. Und die Goblins. Und die Goblins-Trilogie. Okay. Eine gute Sammlung. Das sind doch die hier mit so einem grauen Cover. Die grau sind, ja, genau. Die sind ja von Dead Elix angestellt. Ah. Collection Volume 3, mal sehen. Last Express. Machinarium. Sieht auch gar nicht so übel aus. Nochmal Sherlock Holmes. The Night of the Rabbit. Oh ja, verdammt tolles Spiel. Hast du ja auch noch nicht gespielt, beziehungsweise kennst du ja auch noch nicht großartig. Ne. Ich hab das ja nur schon. Ich schreib's mal in die Liste und setz mal in Klammern Sharing dahinter. Also es wird mehr. Ja, das war's. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, na, wie ich hier Dingens nach oben und unten bauen kann. Straßen. The Whispered World? Was soll das sein? Auf jeden Fall oben Dead Elix. Ja. Nee, nicht PC-Download, das ist doch Quatsch. Ich muss ja mal ganz kurz Google. Also es sieht auf jeden Fall auch nach Point and Click aus. Das sieht gut aus so. Oh Gott. Audio-Kommentare mit Pokey. Bei was? Whispered World? Bei diesem Whisper, ja, The Whispered World. Okay, da weiß ich das gar nicht. Oh, hab ich halt noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Exklusive Inhalte der Special Edition. Audiokommentare mit Poki und Marco Hüllen. Soundtrack in Poster, Aufkleber. Ach. Von 2009 ist das. Windows 7. Windows 7. Mit Bild auf und Bild ab kann man die hochbauen, ist klar. Das komme. Ah, das Bild bewegt sich mal wieder. Hey. Jetzt wieder nicht. Ist eine bisschen komische Abfahrt, aber naja. Ne, wieso denn? Siehst du sie? Ne, ich finde die gut. Gut, das ist Linksverkehr, oder? Oh, ich sehe gerade, ich habe die ein bisschen sehr... Ach ne, von da kommt man praktisch rauf über diese gebogene. Ah, alles klar. Oh, die Kurven sind etwas eng. Ja.